Hallo Leute, dieses Mal geht es um die Ressourcen des RPG Maker Unite. Es gibt was zu sehen und was zu hören. Macht das Video auf Vollbild, setzt euch Kopfhörer auf. Ich hoffe, die Kompression von YouTube macht nicht alles kaputt, aber mal sehen. Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donnef204 und glaubt mir, die Ressourcen des RPG Maker Unite machen sich selbst schon kaputt. Let's go, wir gehen mal ins Demo-Projekt und da kann ich euch ein bisschen was zeigen. Es wird unschön, macht euch auf Tiefschläge gefasst. So, das ist schon mal das Haus des Helden. Und ja, das sieht aus wie RPG Maker MZ-Grafik. Aber sie ist extrem durchwachsen. Sie wurde hochskaliert und überarbeitet. Aber sie ist extrem durchwachsen. Man sieht zum Beispiel beim Boden, dass dieser sehr schwammig aussieht. Der sieht aus wie einfach nur hochskaliert, ohne irgendwelche Überarbeitung. Andere Texturen hingegen, wie beispielsweise das Fass oder das Bett, sehen eigentlich ganz gut und sauber aus. Aber warum, um Gottes Willen, sieht der Boden so aus? Keine Ahnung, ich kann das nicht erklären. Es sind auf jeden Fall RPG Maker MZ-Grafiken hochskaliert. Ihr kennt das sicherlich vom RPG Maker MZ. Der ein oder andere von euch, die Grafiken, wird die wiedererkennen. Ist nichts Neues. Die Figuren sehen etwas anders aus. Ich persönlich finde sie rein optisch besser als die vom MZ. Aber da gibt es dann gleich ein paar kleine Problemchen. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, wir gehen nämlich erstmal raus und dann gucken wir uns ein paar Problemchen an. Und zwar die Problemchen mit den Figuren. Wir fangen erstmal mit den Figuren an. In der Seitwärtsansicht haben die keine Idle- oder Default-Animation, keine Stand-Animation. Die haben immer dieses angewinkelte Bein in der Seitenansicht. Das ist bei allen so. Also auch bei dem Dulli hier unten, bei dem braunhaarigen, bei dem Spieler-Charakter, das ist bei allen so. Auch wenn ich den Typen da anspreche, der hat auch dieses angewinkelte Bein auf jeden Fall. Das haben sie alle irgendwie. Keine Ahnung, woran das liegt. In der Nach-Oben-Ansicht ist das auch so mit dem angewinkelten Bein. In der Nach-Unten-Ansicht komischerweise nicht. Das wird behoben. Das steht auf der Roadmap von den Entwicklern. Sie wollen das beheben. Das ist quasi ein Bug oder so. Keine Ahnung. Whatever. Das ist auf jeden Fall nicht gewollt. Aber, und jetzt kommt der erste Tiefschlag, Leute. Jetzt kommt der allererste Tiefschlag. Wir gucken uns mal die Roadmap an. Ich habe die hier. Die ist nur auf Japanisch. Und uns geht es jetzt hauptsächlich um diesen Punkt. Die anderen sind auch sehr schlimm. Aber der Punkt ist jetzt der entscheidende. Da geht es um dieses angewinkelte Bein. Ich habe das mal mit DeepL übersetzt, damit ihr mir das auch glaubt. Wartende Bewegung in der Seitenansicht hinzugefügt. September 2023. Die wollen das also bis September 2023 hinbekommen, dass das angewinkelte Bein nicht mehr da ist. Dass wir eine wartende Bewegung, eine Idle-Animation in der Seitenansicht haben. September. Ja, da steht September. Gut, das ist der erste Tiefschlag, aber nicht der letzte. Ich werde die Roadmap auf jeden Fall verlinken, könnt ihr mal mit DeepL reingucken. Macht's aber lieber nicht, weil jeder einzelne Punkt davon ist ein Tiefschlag, das kann ich euch versprechen. Macht das bitte nicht, aber ich schicke sie trotzdem in die Videobeschreibung, den Link. Guckt es euch an. Aber tut's lieber nicht. Vertraut mir, das wird heftig für euch, wenn ihr das macht. So, kommen wir lieber zurück zu den Ressourcen. Also, die wollen das angewinkelte Bein auf jeden Fall beheben. Bis September. Kommen wir zu der Map hier. Ihr merkt sicherlich, die Map sieht anders aus. Ja. Irgendwie ist hier ein extremer Stilbruch. Das hier sieht aus wie MZ-Grafik. Und das sieht aus wie 3D gerendert und einfach als 2D-Objekte hingeflanscht. Ja, und das ist es halt auch.
Ja, das sind alles die Standardressourcen des RPG Maker Unite, die werden mitgeliefert, die könnt ihr verwenden, aber da haut so einiges nicht hin. Guckt euch zum Beispiel den Eimer an. Warum ist dieser Eimer so groß? Der ist doppelt so breit wie der Held, ach, dreimal so breit wie der Held. Und wahrscheinlich würde der Held da komplett reinpassen. Was ist das für ein Eimer? Was soll das? Was soll dieser Eimer? Was... Hat da irgendjemand da mal drüber geguckt über die Grafiken? Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Dann sehen die Anime-ähnlichen Figuren einfach aus wie draufgeklebt auf dieser Fläche. Das sieht aus wie überhaupt nicht passend. Einfach ein völlig anderer Stil. Das ist so komisch einfach. Ich weiß auch nicht. Die Bodentextur finde ich eigentlich ganz schick. Die wurde aber nicht im RPG Maker selbst erstellt, die Bodentextur. Das ist quasi entweder gerendert oder gemalt, I don't know. Und einfach nur als eine Grafik quasi das Parallax-Mapping. Kann ich dann nachher auch nochmal im RPG Maker direkt zeigen. Gehen wir mal weiter zur nächsten Map. Die Oberwelt. Ja. RPG Maker MZ-Grafik, aber ja, irgendwie gibt es hier auch wieder komische Grafikfehler hier so. Ich weiß nicht, ob man das im Stream gut, im Video gut erkennen kann. Ich weiß nicht, wodurch die ausgelöst werden, aber die sind halt da. Hier, diese komischen Vierecke, seht ihr die? Ich weiß auch nicht, was das ist. Habe ich noch nicht genauer überprüft. Ich hoffe, das ist nicht auf der Wassergrafik selber drauf. Hier unten ist auch nochmal eins. Aber sonst ist es ja relativ viereckfrei, keine Ahnung. Wird sicherlich nicht auf der Grafik sein, hoffe ich doch. Keine Ahnung, was da schief lief. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Die nächste Map ist jetzt wieder mit dem RPG Maker MZ-Grafiken. Hochskaliert, überarbeitet, ihr wisst es. Aber jetzt merkt ihr sicherlich langsam, die Größenverhältnisse stimmen logischerweise nicht mehr. Weil die Helden hier beim RPG Maker Unite circa zwei Kacheln hoch sind und die Helden beim RPG Maker MZ circa eine Kachel hoch sind. Das heißt, der Baum ist so groß wie der Charakter, Pi mal Daumen. Weil er eigentlich auf kleinere Charakter ausgerichtet ist. Und das zieht sich natürlich durch alle MZ-Grafiken. Die Charakter sind einfach zu groß, die Standard-Charakter. Das passt alles einfach nicht. Das ist sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Gut, die Map sieht auch nicht schön aus, aber das sei jetzt mal dahingestellt, das kann man schöner mappen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht wirklich nur um die Grafiken. So, jetzt wollte ich noch einen Kampf haben, genau. Im Kampf sieht man wieder die gleichen Characters und die sind nicht sehr schön. Die sind cool animiert, aber nicht sehr schön. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tiefschlag. Ja, ein Tiefschlag nach dem anderen. Weil Gotcha Gotcha Games kam auf die Idee, ein paar DLCs rauszubringen. Day One DLCs, uiuiuiuiui, das sind nicht mal wenig, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie da Content rausschneiden, bewusst, maybe, weil es gibt nämlich so Kampfgrafiken, die ein bisschen schöner aussehen. Die sehen ein bisschen schöner aus hier. Die sind nämlich richtig gepixelt oder gezeichnet, I don't know. Und die sehen deutlich besser aus. Aber die muss man separat kaufen. Die sind sogar für die Helden des RPG-Makers an sich. Aber die muss man separat kaufen für 16 Euro plus Steuern. Also da kommen die Steuern noch oben drauf. 19% Mehrwertsteuer noch oben drauf. Uiuiuiuiui. Jetzt könnte man denken, na gut, kauft man sich diese Battler Collection für 16 Euro, kann man machen.
Da kommen wir zu dem nächsten Problem. Es ist Set 1. Will man wirklich alle Characters haben? Braucht man ja auch noch Set 2. Nein, Set 2 ist nicht das letzte. Keine Angst. Es gibt noch Set 3. Also 3x16 Euro, um alle Charakter in diesem Sideview-Battle-System zu haben. Uiuiui. Der nächste Tiefschlag. Es hört nicht auf. Die wollen uns zu Boden kriegen, aber nicht mit fairen Mitteln, habe ich das Gefühl. Gut. Das war's erstmal mit dem Testspiel. Gucken wir uns die Grafiken einfach mal im Ordner an, würde ich sagen. Da gibt es nämlich ein paar richtig schicke Grafiken. Und ich kann euch dann auch ein bisschen was erklären anhand der Grafiken. Erstmal gucken wir uns ein paar schicke Sachen an, würde ich sagen. Oder auch nicht. So, jetzt. Gut, doch. Genau, gucken wir uns ein paar schicke Grafiken an. Die Faces finde ich zum Beispiel sehr schick. Die finde ich super schick an sich. Die sehen ganz gut aus, die Faces. Aber auch die Faces haben ein komisches Problem. Ich hoffe, das sieht man im YouTube-Video, weil, wie gesagt, das wird komprimiert und hat nicht 100% die gleiche Qualität wie auf meinem Monitor. Ich zoome auch ein bisschen rein, dann kann man es besser sehen. Irgendwie sehen die so grisselig aus. Ich weiß nicht, warum. Ich kann das nicht erklären, warum die so grisselig aussehen. Das sind auch PNG-Files. Also das sind nicht irgendwelche Komprimierungsartefakte oder sonst irgendwas. Und das ist ja überall, auf dem ganzen Bild ist das. Auf dem ganzen Bild. Und das ist bei allen Facesets so. Die sehen so richtig grisselig aus. Das sieht man auch auf 100% Auflösung. Also wenn ich jetzt rauszoome auf 100%, sieht man das auch noch auf meinem Monitor zumindest. Im Video weiß ich jetzt nicht, ob man das noch sieht. Deswegen, wie gesagt, zoome ich halt ein bisschen rein. Das sieht ein bisschen grisselig und komisch aus. Aber die Facesets an sich sehen gut aus. Und wenn man die wirklich verwenden möchte, könnte man theoretisch auch sich mal einen Tag hinsetzen und alle Facesets, die man benutzen möchte, auch mal ein bisschen nachbearbeiten. Aber warum muss ich das überhaupt tun? Warum sehen die denn so grisselig aus? Warum ist das so? Das ist das, was ich mich frage. Aber an sich sind die Facesets wirklich cool. Da sind auch wirklich coole Characters dabei und es gefällt mir wirklich. Also die sind okay. Kann man wirklich machen. Also mir gefallen die. Die sind wirklich, wirklich, wirklich schick. Die gibt es aber leider nicht in verschiedenen Emotionen. Wenn man das haben möchte, ja, es ist wieder ein DLC. Muss man ein DLC kaufen. Wo haben wir die DLCs nochmal? Hier habe ich sie doch. Genau, da muss man mal wieder ein DLC kaufen. Da muss man kaufen hier Default Character Facial Expression Asset. Da hat man die dann in verschiedenen Emotionen. Kostet 10 Euro, aber es ist mal wieder Asset 1. Es gibt 3 Stück, so wie immer. Es sind dann 30 Euro plus Steuern. Nicht vergessen, ja genau, hier ist Set 2 und 3 und 1. Genau. Also plus Steuern. Nicht vergessen, 30 Euro, wenn man noch die Gesichter in verschiedenen Emotionen haben möchte. Die wollen richtig abkassieren, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob die ihren RPG Maker Unite möglichst unbeliebt machen wollen oder ob sie abkassieren wollen. Ich bin mir noch unsicher. Vielleicht hassen die ihren Job und wollen gefeuert werden. Nee, Spaß. Das ist ein schlechter Witz, ich weiß, aber egal. So, dann haben wir Enemies, die sehen auch mega cool aus eigentlich, finde ich. Da sind viele dabei, die es auch beim RPG Maker MZ gibt, beispielsweise hier der Goblin, der Standard-Goblin. Den kennt, glaube ich, jeder RPG Maker MZ-Nutzer. Die Auflösung ist aber 2x so breit und 2x so hoch, glaube ich, also 4x so hoch. Die sind dementsprechend etwas schicker natürlich. Könnte man natürlich auch selbst vom MZ aus hochskalieren und ein bisschen nachbearbeiten. Wäre sicherlich auch möglich und man würde sicherlich auch das gleiche Ergebnis bekommen, vielleicht sogar ein besseres. Aber im Großen und Ganzen finde ich die ganz schick. Ich sag's mal so, wie es ist. Seien wir ehrlich. Die haben die Grafiken bereits in der Größe oder sogar noch größer, wahrscheinlich sogar noch größer gemalt. Haben die dann auf MZ-Größe runter skaliert, in den MZ gepackt
Und jetzt haben sie sie etwas weniger runterskaliert und in den Unite gepackt. Es ist auf gut Deutsch keine Mehrarbeit für sie gewesen. Das ist quasi for free für sie gewesen, die Dinger hier reinzupacken. Die gibt es dann auch mal in verschiedenen Farben, ob man das jetzt braucht oder nicht. Ja, sei dahingestellt. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Könnte man auch selber in Photoshop machen, aber ja, kann nicht jeder. Okay, kann nicht jeder. Und der RPG Maker richtet sich ja hauptsächlich auch an Leute, die das vielleicht nicht können. Dementsprechend finde ich das ganz okay, dass das so ist. Ja, wie gesagt, sind ein paar Grafiken dabei, die man kennt aus dem MZ hier. Ich glaube, die kennt auch jeder, die Grafik. Und so weiter und so fort. Ja, sind aber wirklich okay, die Grafiken. Ich fand die beim MZ schon schön, muss ich halt wirklich sagen. Ich fand die beim MZ schon schön. Und ich finde die hier beim Unite mit höherer Auflösung auch noch schöner, tatsächlich. Wenn man den MZ noch nicht hat, ist das ja auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde die cool, definitiv. Ich weiß jetzt aber nicht, ob alle vom MZ umgesetzt wurden, aber es sind 83 Stück, 83 verschiedene Enemies, finde ich, ist okay. Kann man machen. Ja, genau. Dann haben wir hier die Characters. Da sieht man dann auch nochmal die Nach-Links-Lauf-Grafik, wo keine Standanimation ist. Das ist dann immer dieses Angewinkelte hier vorne. Keine Ahnung, warum. Wird gefixt. Wird gefixt. Ich weiß nicht, warum das überhaupt gefixt werden muss. Das ist dem bestimmt schon vor einem Jahr aufgefallen, aber wird dieses Jahr im September gefixt. Ja, und das ist aber ziemlich cool hier, weil ihr seht jetzt, das hier sind 8 Grafiken nebeneinander. Die Animation besteht aus 8 Grafiken und diese besteht hier aus 6 Grafiken. Man kann die Animation quasi in der Länge so bestimmen, wie man es möchte. Das finde ich mega cool. Wenn man zum Beispiel nur 3 Frames hat, weil man RPG Maker MZ-Grafiken beispielsweise verwenden will, nur halt hochskaliert, dann hat man halt nur 3 Frames und dann geht das auch. RPG Maker Unite ist mit unterschiedlichen Framezahlen kompatibel. Auch beim selben Charakter kann man unterschiedliche Framezahlen verwenden. Das ist mega cool, finde ich persönlich. Ist eine gute Sache. Die Grafiken an sich gefallen mir jetzt nicht so, hatten wir aber schon das Thema. Die sehen halt so eingefügt aus oder, naja, ja, passen halt nicht in die MZ-Grafiken rein. Das ist halt auch so ein Problem. Aber an sich finde ich sie tatsächlich besser als die Z-Grafiken. Ich finde die Figur hier schöner als die MZ-Figuren, muss ich wirklich sagen, ich persönlich. Kann jeder selber entscheiden. Ihr könnt das, denke ich mal, jetzt entscheiden. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, zu allem, was ich hier zeige, wie ihr es findet. Gut, haben wir das auch angeguckt. Dann gibt es dann auch reichlich Characters, denke ich mal. Ja, da gibt es auch reichlich Characters. Also, hier gibt es ganz viele verschiedene Characters. Also, hier hat man wirklich auch eine Auswahl. Also, das ist... Sind hier, wie viel sind das jetzt? Hier steht, People geht runter bis 70. Also 70 verschiedene Menschen, finde ich, ist vollkommen ausreichend. Ob da jetzt nur People dabei sind oder auch Monster oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja, da sind auch Monster, glaube ich, dabei. Ja, da sind auch irgendwelche Kreaturen dabei und so. Ja, genau, da sind auch Monster dabei. Aber es sind 70 solche Characters, finde ich, ist okay, reicht vollkommen aus. Und ich finde sie schöner als die MZ-Dinger, muss ich halt echt sagen. Die sehen halt nur auf den eher realistisch angehauchten Maps sehr unpassend aus. Das ist halt das Hauptproblem, finde ich persönlich. Ist meine Meinung. Genau, was haben wir noch so? Ja, wir haben vieles. Ich zeige nicht alles, aber so, dass ihr einen groben Überblick habt. Bei Pictures haben wir natürlich die Busts, die Bust-Grafiken oder Body-Grafiken, whatever. Hier ist Seto Kaiba. Der sieht halt echt aus wie Seto Kaiba, ich weiß nicht warum. Nee, nicht ganz, nicht wirklich, aber irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Hier aus Yu-Gi-Oh!, falls jemand Seto Kaiba nicht kennt. Also gebt einfach mal bei Google ein, Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh! Oder gebt zuerst Yu-Gi-Oh! Und dann Seto Kaiba ein, egal. Ja, der sieht so ähnlich aus, nur ein bisschen anders gefärbt. Aber egal. Ja, die Figuren finde ich ganz okay. Ja, ich finde die ganz schick, eigentlich. Mir gefallen die. Genau. Gut, haben wir da auch einen kurzen Überblick. Ja, was haben wir denn noch so alles?
Ja, reicht erstmal. Ja, genau. Objects haben wir natürlich noch. Ich mache mal hier Anzeige, extra große Symbole. Dann können wir da mal auch durchgucken. Hier Truhen und so. Kristalle und so weiter und so fort. Genau. Und da sieht man, hier sind zum Beispiel nur drei Animationen. Also man kann wirklich die Animation so, wie man sie braucht. Das finde ich eigentlich ganz cool an sich. Das sind natürlich wieder die MZ-Grafiken, nur aufskaliert, hochskaliert, sorry. Ja. Hochskaliert und halt ein bisschen drüber gearbeitet. Ja. Ist für einen MZ-Nutzer nichts Neues. Finde ich nicht so schön tatsächlich. Für einen neuen Nutzer, der halt noch nie einen RPG Maker gehabt hat, finde ich, ist das eine gute Sache. Aber für jemanden, der den MZ schon hat, fühlt sich das schwierig an. Zumal ich die MZ-Grafiken auch nicht unbedingt als die schönsten RPG Maker-Grafiken empfand. Aber na gut. Dann kommen wir zu den Tile-Images. Ebenso natürlich alles aus dem RPG Maker MZ geklaut, mehr oder weniger, aber in höherer Auflösung und dadurch detaillierter. Also das sieht wirklich detaillierter aus als das vom RPG Maker MZ. Das muss ich Ihnen lassen, aber hatten wir ja im Demospiel gesehen, manche sehen besser aus und manche sehen schlechter aus. Manche Grafiken, schwierig. Die Auflösung ist. Also die Abmessungen ist, kann ich mal in Photoshop zeigen, sind 96 mal 96, aber die Grafik ist 98 mal 98, weil die haben so eine Umrandung, die Tiles. Die Kacheln haben immer so eine leere Umrandung. Das hat tatsächlich scheinbar einen technischen Grund. Ich kenne mich da nicht so aus, wie das programmiert ist. Aber wenn mehrere Kacheln auf einem Bild drauf sind, sind die dadurch getrennt. Hier sieht man das zum Beispiel bei dem Gras oder ich kann das jetzt auch mal im Photoshop zeigen. Hier an der Treppe sieht man das auch. Hat man immer diese, komm schon, so, diese 96 mal 96 und dann hat man da immer diesen schmalen Streifen dazwischen hier. Den hier. Genau. 2 Pixel breit, also immer ein Pixel pro Teil halt. Also wenn ihr selber Grafiken erstellt, müsst ihr das halt wissen. Da muss auf jeden Fall dann immer ein bisschen Platz dazwischen sein. Es ist komisch und ungewohnt, aber ja, das soll jetzt nicht das Hindernis sein, denke ich mal, für einen Grafiker. Das soll nicht das Hindernis sein. Ja, genau. Und das ist dann überall so mit diesen komischen, ja, Trennlinien quasi. Das ist überall so. Das ist ja, wie gesagt, ungewohnt, aber ist halt so. Ansonsten, wie gesagt, RPG Maker MZ-Grafiken, teilweise sehr schicke Sachen dabei, teilweise sehr komische Sachen. Und dann sind sie auch teilweise komisch skaliert, also unschön skaliert. Die wirken auch teilweise wie, als wäre das irgendwie ein anderer Stil oder so. Hier, das sieht völlig anders aus als das hier zum Beispiel. Macht am besten, wie gesagt, YouTube Vollbild. Aber ich kann es auch in. Hier in der Vorschau ein bisschen größer machen. Das hier sieht aus, wie als hätten sie da komplett einfach drüber gepinselt. So ein bisschen schwammig sieht das aus. Und das hier sieht irgendwie ganz anders aus. Das sieht wesentlich pixeliger und schärfer aus, vor allem. Und nicht so schwammig. Das ist ganz komisch. Also, wie gesagt, das hat auch nicht so einen einheitlichen Stil. Das hier sieht auch völlig anders aus vom Stil als das hier. Also, ich weiß nicht, wer die geupscaled hat, aber ja, es ist irgendwie ganz komisch. Also manche Sachen sind richtig schick geworden und andere Sachen schwierig, schwierig, schwierig. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, das hier, das sieht irgendwie ganz komisch aus hier, der Berg hier. Der sieht ganz komisch aus. Der ist richtig rauschig und der sieht richtig schlecht geupscaled aus. Als hätten die das wirklich einfach in den Upscaler geschmissen, abgescaled und dann einfach so gelassen. Das sieht nicht aus, als hätten sie da drüber gearbeitet. Während andere Sachen so aussehen, als hätten sie da drüber gearbeitet. Hier die Statuen zum Beispiel, da haben die hundertprozentig drüber gearbeitet. Das sieht man halt. Aber bei dem Berg hier, da siehst du das nicht. Hier bei den anderen Geröllhaufen genauso, da siehst du das halt einfach nicht, dass das drüber gearbeitet ist. Das ist ganz komisch. Ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist.
Aber es ist halt einfach so, also extrem durchwachsen. Extrem durchwachsen. Hier bei dem genauso. Das sieht einfach nur hochskaliert aus. Das ist einfach nur zack, hochskaliert, fertig. Keine Nachbearbeitung, kein nichts. Also wirklich, das ist so wenig Aufwand wie möglich für die Grafiken hier. Das ist halt traurig und ja, es ist der nächste Tiefschlag. Man kann die Grafiken quasi gefühlt nicht wirklich benutzen, weil sie halt einfach nicht einheitlich aussehen. Das sind die Standardgrafiken. Das sind die Standardgrafiken, die hat jeder, wenn er den Unite kauft. Das ist nicht irgendwie ein Set, was ich mir noch runtergeladen habe oder etwas, was ich selbst erstellt habe oder sonst irgendwas. Das ist einfach so, wie das dann auch im Spiel ist. Und das kann einfach in meinen Augen dann nicht sein. Man bezahlt hier 100 Euro plus Steuern. 100 Euro plus 19% Steuern, also quasi 120 Euro. Dann bekommt man das hier. Uiuiui. Gut, ich denke, es ist verstanden. 96x96 sind die Dinger, finde ich an sich ganz cool, weil man halt dadurch detailliertere Kacheln machen kann. Blöderweise unterstützt der RPG Maker Unite derzeit, ich weiß nicht, ob das jemals geändert wird, beim MZ kam es ja auch später, unterschiedliche, also andere Kachelgrößen unterstützt der MZ, der Unite nicht. Das tut er tatsächlich nicht, dafür gibt es dann so ein Upscale-Programm, aber da kann man auch jedes andere x-beliebige nehmen, aber die haben dafür ein extra Upscale-Programm bei sich auf der Webseite. Hier, wartet, ich zeige euch das einfach mal. Wo ist es? Genau. Der RPG Maker Pixel Scaler. Den haben sie dafür. Aber ja, den braucht kein Mensch. Technisch gesehen. Aber damit kann man es dann auf die entsprechende Größe upscalen, auf die 96x96. Alles, was man braucht. Aber wäre besser, wenn die anderen Auflösungen einfach nativ unterstützt werden vom Editor und man es nicht extra upscalen müsste. Es wäre sinnvoller, besser, würde sich auch schöner anfühlen. Der MZ kann es ja auch mittlerweile. Keine Ahnung, warum das so ist. Gut, das war's mit den Grafiken. Ich denke mal, war lange genug. Und jetzt hören wir mal kurz in die Sounds rein. Ja, Background Sounds, Music Effects und Sound Effects können wir uns eigentlich sparen. Das sind die gleichen Dateien wie beim RPG Maker MZ. Es tut mir leid, Leute. Es ist, glaube ich, wirklich so. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich bin mir sehr sicher. Nicht 100%. Ich kann auch sein, dass manche nicht 1:1 übernommen wurden. Ich glaube, bei den Music Effects waren ein paar dabei, die ein bisschen besser geklungen haben hier beim Unite. Ich glaube, das war dann quasi ein Remix oder so ein bisschen. Also das war quasi derselbe Track, nur in leicht besser halt, glaube ich. Bin mir aber da auch nicht sicher. Okay, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen an dieser Stelle. Ich kann ja ein paar abspielen hier. Victory 1 kennt, glaube ich, aus dem MZ jeder. Klingt für mich genau gleich. Also jetzt no joke, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das genau gleich. Keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich werde jetzt auch nicht hier alle anhören. Ja. Wie gesagt, klingt für mich genau gleich. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob alle MZ-Sounds hier drin sind, also alle Music Effects, alle Background-Sounds und alle Soundeffekte. Ich glaube wahrscheinlich nicht, dass alle vom MZ drin sind, aber es kann schon sein, dass alle drin sind. Also ich möchte jetzt, ich möchte mich dazu jetzt einfach mal lieber nicht äußern, weil ich es nicht genau weiß. Dadurch, dass das halt die MZ-Sounds sind, habe ich mich damit jetzt auch nicht groß beschäftigt. Aber Background-Music, damit habe ich mich beschäftigt. Das ist neu aufgenommene Musik, extra für den Unite. Im Wave-Format, also unkomprimiert. Da ist eine Minute Sound schon mal 20 Megabyte einfach mal. 20 Megabyte ist richtig. Aber der RPG Maker Unite unterstützt auch OGG. Also ihr könnt die auch komprimieren, hier die
anderen Sounds hier, Background Sound Effects, alles OGGs, weil es sind ja die RPG Maker Sets und die waren ja auch alle OGGs. Die Background Music ist ausgezeichnet. No joke. Also das ist jetzt kein Witz. Ich liebe die Musik. Ich liebe jeden einzelnen Track davon. Es sind, wie viel waren es? 24? 24 Tracks, glaube ich. Ja, 24 Tracks sind es. Der RPG Maker Unite hatte, glaube, circa das, der RPG Maker im Set, sorry, hatte circa das Doppelte an Tracks. Und die waren relativ durchwachsen. Also manche waren sehr gut und manche waren, ja, eher semi. Beim RPG Maker Unite mag ich jeden einzelnen Track. Dafür sind es halt deutlich weniger, es sind nur die Hälfte. Okay, fangen wir mal an, hören wir einfach mal ein bisschen rein, dann versteht ihr, warum ich die mag. Fangen wir an mit Battle 01. Battle 01. Ist egal. Battle 1, den mag ich sehr. Also der fetzt schon. Also ich mag die wirklich. Ich mag die Tracks. Natürlich, klar, es gibt bessere Tracks, aber die gibt's immer irgendwo. Aber ich finde persönlich, ich finde die gut. Ich finde die besser als die von meinem Set. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber es sind leider sehr wenige. Aber wir spielen noch ein paar ab, damit ihr euch da einen Eindruck machen könnt. Hier, keine Ahnung, Colosseum 1. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr die Tracks so findet. Ich spiele einfach mal ein paar ab. Ihr könnt ja auch dazu schreiben, welchen ihr gut findet und welchen nicht. Jetzt mal Oriental 1. So, und dann machen wir mal Ship 1. So, und dann, keine Ahnung, Shrine 1. Was ich auch gut finde, die Tracks sind sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Shrine 2 reingucken, werdet ihr, oder reinhören, sorry, werdet ihr merken, der ist völlig anders als Shrine 1. Und das ist halt auch mega cool. Das ist bei Battle 1, 2, 3 auch so und so weiter und so fort. Das ist wirklich cool. Ja, also ich finde die Tracks wirklich cool tatsächlich. Wie gesagt, Town 1 können wir mal reinhören.
So, ich denke, es reicht erstmal, um sich einen Eindruck zu machen. Wie gefallen euch die Sounds? Schreibt es einfach in die Kommentare. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem. Es gibt wieder einen kleinen Tiefschlag. Falsch, richtig. So, es gibt wieder einen kleinen Tiefschlag, weil es gibt natürlich auch schon ein RPG Maker Unite Soundpack für 20 Euro. Ich sag dir bereits, dass wir nur die Hälfte an Background Music haben im Vergleich zum MZ. Das klingt sehr nach rausgeschnittenem Content, könnte man jetzt sagen, wenn man da jetzt ein bisschen fies ist und darüber nachdenkt, dass die ja auch Day One kamen, die DLCs. Ja, aber hey, wir bekommen 36 Tracks, wenn wir das Ding hier kaufen. Nochmal 8 Background Sounds, nochmal 5 Music Effects und nochmal 17 Sound Effects. Und ich hoffe, die Background Sounds, Music Effects und Sound Effects sind dann nicht vom MZ geklaut. Ich hoffe, das sind dann wirklich eigenständige. Aber naja, gut, wir können auch mehr hier reinhören. Aber eigentlich brauchen wir das nicht. Aber ja, können wir trotzdem mal machen, damit ihr einen Vergleich habt. So, aber ihr könnt da ja selber rein hören. Das ist ja einfach im Unity Asset Store das Video. Könnt ihr selber reinhören und euch alle hier anhören. Die Qualität ist gut, aber es fühlt sich sehr hart nach rausgeschnittenem Content an. Es ist echt so. Im Normalfall würde ich sagen, ja, 20 Euro für ein Music Pack ist eigentlich okay, kann man machen, würde ich im Normalfall sagen. Aber bei der RPG Maker Unite bereits 120 Euro, wenn man die Steuern noch mit dazu rechnet, kostet. Und technisch gesehen sehr viel RPG Maker MZ-Material einfach geklaut, in Anführungszeichen geklaut, also importiert wurde. Das gilt ja auch für die Music Effects, für die Sound Effects, für die Background Sounds, das gilt für die Grafiken und so weiter und so fort. Ja, schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt schwierig und fühlt sich nicht gerade sehr schön an. Es fühlt sich an wie der letzte Tiefschlag dieses Videos. Ich würde sagen, wir gehen hier raus und ich sag euch nochmal. Ihr habt es jetzt gesehen, die Grafiken, das ist es, also wer sich den RPG Maker Unite für die Grafiken kaufen wollte, für die Ressourcen, lasst es. Lasst es. Lasst es bitte. Kauft euch den Unite im Allgemeinen erstmal noch nicht. Die Roadmap, September, die Seitenanimation, September. Das glaubt mir keiner. Aber es steht wirklich da. Ich verlinke das Ding. Ich verlinke das Ding in der Videobeschreibung. Ihr könnt das selber überprüfen. Das steht da echt. Das glaubt mir keiner. Na gut. Egal. Tschüsseli, das Video ist lang genug geworden. Denke ich, guckt sich eh keiner zu Ende an. Wenn ihr es geschafft habt, bis zu Ende anzugucken, schreibt mal. Fisch. Schreibt mal Fisch in die Kommentare. Einfach Fisch. Genau. Ohne Kontext. Genau. Oder halt zu eurem Kommentar hinzu, einfach auf Bearbeiten, wenn ihr schon eins habt. Tschüsseli!